Sie kennen Franz Hohler und Sie kennen Emil Steinberger. Die beiden kennen einander aber auch und das schon ziemlich lange. Und so konnte jeder beobachten, wie der jeweils andere über die Jahre allmählich zum schweizerischen Volksgut wurde. Beide, Hohler wie Steinberger, sitzen nun am Sternstundentisch mit Juri Steiner. Der spricht mit den Zweien nicht nur über Humor und die Bedeutung des Lachens, sondern auch über die Tücken der Vaterlandsliebe und über den Unruhestand pensionierter Narren. Herr Steinberger, Herr Hohler, wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Das ist nicht so einfach zu erzählen. Weißt du, du hast es besser gedacht als ich, Franz. Ich erzähl mal, mit anderen Worten, wir sprechen Hochdeutsch. So hoch, wie es geht? Ja. Gut. Ja, jetzt aber. Weil er auch auf Dreis hat. Fragen Sie mich jetzt als Erstes. Ja, wenn Sie es noch wissen. Ich glaube, da muss ich passen. Also, in einer Diskothek glaube ich nicht. Oder, Franz? Nein, aber in einer ähnlichen Einrichtung, nämlich im Kleintheater Luzern, wo du mich gebeten hast, nachdem du dieses Theater eröffnet hattest oder eröffnen wolltest, hast du verschiedene Leute gefragt, ob sie auftreten können, unter anderem auch mich in einem sehr schönen Brief. Das war 1967 und ich bin damals schon sehr jung, schon hauptberuflich aufgetreten. Ja. Und dann haben wir uns dort kennengelernt. Also ich habe dich engagiert, ohne dich vorher gesehen auf der Bühne zu haben. Gesehen. Ich glaube, mutig. Ja, sondern du hast sozusagen die Katze im Sack gekauft mit mir. Und war es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick dann, oder musste diese Beziehung, diese Freundschaft sich allmählich entwickeln? Na, ich finde das sofort. Er war so pflegeleicht im Theater und was er gebracht hat, das war Pizzicato, kann das sein? Ja. Das erste Programm. Das mag ich mich jetzt erinnern. Und das war ja herrlich und lustig und die Leute waren zufrieden, also überhaupt nicht, keine Probleme. Die Leute waren schnell zufrieden, aber ich habe in einer Kritik, die auf Ihrer Webseite ist, aus den 1970er Jahren gelesen, über Gabaret in 8 Sprachen. Die Kleinkunst ist wohl da, doch fehlen Zeit- und sozialkritische Aspekte, die dem Kabarett das Gepräge verleihen. Über Sie, Herr Hohler. Ich wollte noch schnell etwas beifügen zum Kennenlernen, weil da habe ich natürlich zuerst den privaten Emil kennengelernt. Und wusste aber schon, dass er auch auftrat, und weil ich mal was im Radio gehört hatte und war dann sehr neugierig, weil er sehr interessant war in seinen Äußerungen und im Umgang und habe dann gewartet, bis er mal ein Programm gespielt hat und bin dann dieses Programm anschauen gegangen. Und ab dann kam es dann auch zu einer Zusammenarbeit. Ja, das andere, ich habe auf meiner Website ausschließlich schlechte Kritiken über meine Arbeiten zusammengestellt, damit die Leute auch einen Begriff bekommen von den Schattenseiten des Künstlerlebens und sehen, dass wenn das alles derart schlecht gewesen wäre, wie das beschrieben ist in diesen Ausschnitten, dass ich das wohl kaum überlebt hätte. Aber das heißt, Sie hatten noch Entwicklungspotenzial in den frühen 70er Jahren. Wahrscheinlich, ja. Wobei, es gibt ja auch heute noch schlechte Kritiken. Heute habe ich nicht mehr viel Entwicklungspotenzial. Aber war dann einfach die Erwartungshaltung, dass du unbedingt politisches Gabaret machen musstest, damals schon? Ja, die sprach jetzt aus diesem Zitat. Ja. Nämlich, und dazu muss ich sagen, dass ich, als ich begonnen habe, habe ich eigentlich... Das waren Fantasiegebilde, meine ersten, vor allem die ersten 2 Programme. Da habe ich zum Beispiel einen Harfner dargestellt, der das Bild eines Harfners, der nachts um 12 in dem Museum erwacht und ein bisschen Harfe spielt und erzählt, was er erlebt und wie er die Leute sieht, die ihn sehen und so weiter. Also solche Figuren habe ich gebracht. Oder einen Geiger, der sehr gut Geige spielt, aber er hält die Geige verkehrt, nämlich so wie ein Cello. Und deshalb hat er keine Chance. Und das waren meine Themen. Und die ich habe erst später begonnen, mich stärker dem politischen
sagen wir, mit der politischen Reibungsfläche auseinanderzusetzen. Mhm. Auch Ihre Kritiken waren am Anfang nicht immer nur frenetisch. Sie haben auch auf Ihrer Webseite ein Beispiel. Es kommt darauf an, wo der Anfang ist. Ja, also, sagen wir, Geschichten, die das Leben schrieb. Also eine gemeinsame. Ist eigentlich nicht Arbeit. Mein Anfang. Der geht natürlich 10 Jahre weiter zurück. Und ja, da war ja ein Ensemble, da hat nicht jeder so eine Einzelkritik bekommen. Aber mein erstes Programm, das wir zusammen machten, Geschichten, die das Leben schrieb, da war der Titel Emil. Langweilig, primitiv, ohne Pointen und so weiter. Banal, habe ich auch. Banal sogar. Es war hart. Das war hart. Haben Sie da zusammengelitten in dieser Situation? Ja, Emil hat mich angerufen nachher und gesagt, du, ich habe die Kritik gelesen. Mir ist schwarz geworden vor den Augen. Dann habe ich ihn ermutigt, gesagt, nicht drauf hören, weitermachen. Du musst hören, wie die Leute reagieren. Das ist die Antwort. Und das Publikum war so begeistert und kam nachher. Ja, aber ich muss schon beichten, weißt du, dass ich dann die nächsten 30 Vorstellungen jeden Tag abgeändert habe und verbessert und Sätze rausgeschmissen. Und das war ein Ständig. Also einer, der bei der 30. Vorstellung zu Besuch war im Theater, der hat sich fast nicht mehr erinnern können, dass das gleiche Programm war wie am Anfang. Also da wurde schon viel einfach. Musste ja geändert werden. Das ist logisch, weil ich ja so einer bin, der an der Premiere nicht alles auswendig im Kopf habe. Und dann passieren schon Dinge, die dann später korrigiert werden müssen. Heute ist es halt so, dass viele dieser Nummern, der frühen Nummern ihrer Arbeit, wirklich volksgut geworden sind. Also die haben wir alle im Kopf quasi. Und wir können das Totenmögerli, wir können ihre Nummern auswendig. Sie sind volksgut geworden, Institutionen. Sie können das Totenmögerli auswendig, das ist aber eine Leistung. Ich sage halt wir als Kollektiv. Nein, aber es war an meiner Hochzeit zum Beispiel. Nicht viele, ja. Konnte das jemand spontan vortragen? Also es war einfach so, um das repräsentativ zu sagen. Aber quasi eben diese Präsenz von Ihnen beiden im kollektiven Bewusstsein, dass Sie Institutionen sind. Wie fest spielt das eine Rolle, wenn Sie sich treffen, diese Vergangenheit? Ja, wir treffen uns so selten, gell? Aber jedes Mal haben wir ein großes Vergnügen, weil wir spüren halt einfach die gleiche Ebene, die wir haben. Also genau gleich natürlich nicht. Wenn du schreibst, da staune ich, was du schreiben kannst und wie du schreibst. Ganz verrückt. Oft denke ich, der muss ja ständig mit deinem Notizbüchlein rumlaufen. Wenn ich deine Wanderungen lese, wenn da steht, dann zweigt die Straße dann rechts ab, wo man das und das sieht. Kannst du das alles im Kopf behalten beim Niederschreiben oder machst du da laufen Notizen? Hast du ein Mikrofon bei dir? Da mache ich keine Notizen. Beim Wandern mache ich nie Notizen. Nein. Also am Schluss schaue ich, was mir im Kopf geblieben ist. Und das ist dann vielleicht das, von dem ich denke, das ist mitteilungswürdig. Ja, ist aber so sensationell. Ja. Finde ich schön. Ja? Nein, aber Sie fragten ja nach der Beziehung oder wie die Vergangenheit eine Rolle spielt. Die Vergangenheit spielt eine Rolle dadurch, dass es sie wirklich gab oder dass diese Begegnung da war und dann diese Zusammenarbeit und dass man auch doch dann zusammen gelitten hat. Natürlich habe ich gelitten auch über diese Kritik. Und weil ich mich sehr gut an meine allererste Kritik erinnerte, die ich hatte, die war auch furchtbar schlecht. Das war in der Uni? In der Uni, ja, beim ersten Programm. Und rückblickend denke ich eben, das ist gar nicht das Schlechteste, was einem als Künstler passieren kann. Ja, ja. Das ist wie ein Initiationsritus, nicht? Das heißt, wenn du diesen Weg gehen willst, dann steht am Anfang irgendein Böllima da und haut dir die Faust in den Magen. Und das musst du aushalten. Und wenn du es nicht aushältst, dann machst du besser was anderes. Es ist ja schön, wir können es ja wiederholen und verbessern. Wenn ich denke an einen Skifahrer, der den ersten Rang verpasst, um eine Hundertstelsekunde, der kann die Abfahrt nicht wiederholen. Ja, ja. Sagen, ich gehe noch mal hoch, ich fahre noch mal, ich kann es besser. Aber noch einmal dieser Aspekt der Popularität, die flächendeckend ist in der Schweiz und dass sie wirklich einfach in dieses Volksgut gehören, dass es
eine Generation gibt, die auch schon musealisiert wird. Sie, Herr Hohler, sind archiviert in der Landesbibliothek. Sind Sie reif für das Landesmuseum? Also heißt das, in eine andere Art von Geschichtlichkeit hinüberwechseln? Also in Montreux hat man letztes Jahr eine Ausstellung über mich gemacht, im Historischen Museum schon bereits. Hat das gar nicht realisiert, dass ich plötzlich im Historischen Museum konfrontiert wurde. Und jetzt ist ein weiterer Plan in Luzern, die möchten auch so etwas machen, auch im Historischen Museum. Und ist so lustig. Und dabei spiele ich diese Sachen, die sie ausstellen, spiele ich ja ab und zu wieder. Also das ist so, das Wort Museum ist da irgendwie, ich weiß nicht, ob es falsch ist, oder es ist einfach der Ort, der stattfindet, fertig. Ja. Es kommt ja dann darauf an, wie man so eine Ausstellung gestaltet. Das kann man ja sehr lebendig machen. Und, ja, ja, und, das schon. Und anregend und interessant. Es gab über mich mal eine Ausstellung im Strauhof, im Literarischen Museum, im Literarischen Museum sozusagen der Stadt Zürich, über meine Arbeit mit Kindern. Und die war sehr lustig gemacht und interessant. Ich habe auch viel beigesteuert, Material, aber da... Und bin öfters in dieser Ausstellung gewesen, habe mit Kindern zusammen Geschichten gemacht, zum Beispiel. Und kam mir da dann eigentlich nicht speziell museal vor, sondern dachte auch, das ist, so kann man Ausstellungen machen, ohne dass das Wort museal jetzt etwas Verstaubtes bekommt. Zum Begriff Volksgut gehört ja der Begriff Gut auch. Sie, Herr Hohler, haben mal über Emil gesagt, dass Emil der Schweiz gut täte, weil er etwas Verbindendes habe. Sie selbst haben dieses Verbindende nicht immer so einfach gehabt. Es gibt Momente, wo Sie auch ein bisschen gespalten haben oder zum Teil sogar sehr gespalten haben. Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Film von Tobias Wyss, der letztes Jahr gedreht wurde zu ihrem 70. Geburtstag, der jetzt in einer Langfassung in die Kinos kommt. Hohler Franz. Und da möchten wir kurz reinschauen. Auch wenn Sie am Sonntag mit den Kindern wandern, von einem Jura-Gipfel zum anderen, dann hören Sie vielleicht hinter sich einen Schritt. Und siehe, ich bin's und wandere mit. Ich bitte Sie wirklich, fühlen Sie sich frei. Doch merken Sie sich einfach, ich bin dabei. Liebe Familien, wie geht's? Hallo, ich hab so gern Kinder als Restrisiko. Herr Steinberger, tut dieser Franz Hohler der Schweiz gut? Ja, der tat damals besonders gut natürlich. Es wurde natürlich nicht alles gut gutiert von allen Seiten. Da hat er ja kämpfen müssen und leiden müssen und man hat dich ausgespart oder die Sendung wurde verboten und gestrichen. Also damals war schon, das war brisant damals. Heute würde man das, ja, man hört es einfach und nimmt es entgegen und der Alltag geht fast weiter, gefährlich. Hä? Das war doch damals schon mutig von dir. Ja. Du konntest gar nicht anders. Ja. Das war deine Sendung, das war dein Gedankengut, das du da halt geöffnet hast. Also ich habe es nicht als mutig empfunden, als speziell mutig, sondern ich dachte, ich wollte einfach meine satirischen Nummern machen oder meine... Oder auch eben, das ist ja aus einer satirischen Fernsehsendung, ich glaube übrigens, das war aus Übrigens da. Genau. Ja, ja. Aber vor allem die Denkpause von 80 bis 83, diese satirische Sendung, die hat ziemlich polarisiert, weil sie eben auch noch mitten im Kalten Krieg war, wo man sehr rasch dann in die ganz linke Ecke gestellt wurde, wenn man irgendetwas Kritisches über das Bankgeheimnis sagte, zum Beispiel, oder was immer, dann wurde man ziemlich rasch in die linke Seite abgeschoben. Oder eben übers Militär, das war ja damals der Knackpunkt, der zum Ende führte, diese Sendung, weil... eine Sendung über das militärische Denken, die ich aufgenommen hatte und die mit dem Lied «Der Dienstverweigerer» endete,
die, meine Mundartversion von Boris Vian's Déserteur, die wurde nicht ausgestrahlt. Dann habe ich gesagt, wenn ich das, was ich 50 Mal auf der Bühne gesungen habe, nicht am Fernsehen spielen oder singen darf, dann kann ich diese Sendung nicht machen. Mhm. Ja. Also das heißt, Sie haben gemeinsame Anfänge, Sie haben Franz Hohler einmal als Weichensteller auch bezeichnet für sich, der 10 Jahre jüngere Franz Hohler, der ihnen geholfen hat, sich selbst. Da hat mir gesagt, wer hat diese Nummer geschrieben, dass du einmal gesehen hast, der Putzer, habe ich gesagt, habe ich selber geschrieben, hat er gesagt, du musst doch alles selber schreiben, das kannst du so. Und da hast du mir einfach ein Tor geöffnet, indem du mir Vertrauen gegeben hast und dabei warst, als wir die ersten Nummern geschrieben haben im kleinen Theater und auf Tonband aufgezeichnet haben. Wir haben sie eben eigentlich gar nicht geschrieben, sondern wir haben sie entwickelt im Improvisieren, was ja immer auch deine Stärke war, nicht? Und dann und danach mit einem Tonband und danach uns die Stellen gemerkt, die man gut verknüpfen kann miteinander und die dann eine Nummer ergeben. Und das war doch so schön. Ich meine, in deinen Sendungen, wie übrigens oder so politisch war es, ich habe ihn einfach ganz anders kennengelernt. Er war so lustig und fröhlich und hat am Humor so viel Spaß. Und das war ja herrlich, diese 10 Tage im Kleintheater. Wir haben so viel lachen können. Und das hat man nicht entdeckt beim Franz, dass er das auch hat, sondern er war dann einfach, du warst dann einfach politisch eingeteilt und hart eingeteilt worden. Ja. Und das andere konntest du gar nicht ausspielen. Ja vielleicht später das sehen bei den Nummern. Schon. Ich habe ja auch die politischen Nummern, die waren ja auch spielerisch und ironisch. Also ich habe ja nicht gepredigt. Nein. Nicht. Aber die spielerisch, wenn man es jetzt ganz einfach quasi schubladisieren müsste, dann wären Sie eher der politische, satirische und Sie wären der leichte und harmonische. Und dann könnte man ja fragen, Sie als Weichensteller auch, wie viel Franz Hohler war dann in der Figur Emil? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, die Figur war früher schon geprägt worden. Da habe ich einen Milchmann gespielt oder einer, der im Vereinskassier oder ich weiß nicht was. Und es war so, wie soll ich das sagen? Ich bin es einfach selber. Hä? Und das hast du gespürt. Ich muss gar nicht lernen. Ich probe auch nie. Ich kann nicht proben. Ich gehe nicht für mich auf die Bühne 10 Tage vorher und spiele das durch. Das kann ich gar nicht, sondern das kommt einfach. Die Mimik kann ich auch nicht studieren, die sehe ich ja selber gar nicht. Es ist einfach, ich weiß nicht, wie du das sagst, wie du das sagst, aber du hast mich erlebt. Es kommt einfach sporadisch. Nein, ich denke, es brauchte nicht viel Franz Hohler, um Emil entstehen zu lassen. Oder entstehen, er war ja schon da, aber um Emil zu mehr Figur zu verhelfen. Das war eigentlich nur die Ermutigung, dass er das kann und dass wir das auch mit gemeinsamen Vorgaben, also, ja, oder wenn ich dann den Partner gespielt habe, sagen wir, das Kind, das fragt, wie ein Flugzeug fliegt und im Verkehrsmuseum, und das konnte man nachher weglassen. Damit war ich auch wieder raus und weg. Mhm. Und Emil stand da. Mhm. Ja. Das hat Sie nie gekitzelt, das Politische aus Emil rauszuholen, weil Ihre frühen Nummern waren ja auch lokalpolitisch. Die waren lokalpolitisch, ja. Die waren, ich würde sagen, es gäbe ja gewaltige Themen, politische Themen, ganz bestimmt. Aber ich kann es nicht mischen. Ich kann nicht einmal so einer spielen und dann wieder politisch da. Das müsste so ganz haarscharf ineinander fließen, dass das funktionieren würde. Aber das möchte ich gar nicht. Ich habe gern, wenn die Leute einfach
lachen und sich unterhalten können und sich selber vielleicht. Es gibt schon natürlich Resultate, wo die Leute sagen, seit ich sie auf der Bühne gesehen habe, entdecke ich überall auch so Menschen, die sich so benehmen, am Schalter oder da oder dort. Und das finde ich ja schön. Und dann lachen sie. Früher haben sie sich aufgeregt vielleicht. Und heute sagen sie, typisch Emil und so. Das ist dann eigentlich meine Botschaft, wenn man das so nennen will. Ja, zugleich muss man ja sagen. Eben, nein, Sie fragten, ob ich ihm nicht mehr ginken wollte, dass er politischer wird in seinen Nummern. Und ich fand, das ist einfach nicht... Das ist nicht seine, eben seine Botschaft, Natur. Oder das ist nicht seine Natur, oder das ist nicht das, was auf der Bühne wirkt bei ihm. Weil neben der Bühne habe ich Emil immer als politisch engagierten Menschen erlebt. Wir waren auch zusammen bei Veranstaltungen für die Kulturinitiative damals. Ja, sowas, oder? Der UNO. Für die UNO, ja, genau. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass dann Emil einfach sich immer abgeschottet hat und sagt, mit Politik will ich nichts zu tun haben. Aber Politik auf der Bühne war nicht, das war, glaube ich, einfach nicht sein Ding. Es wäre auch nicht angemessen gewesen. Darf ich dann umgekehrt noch schnell fragen, wie viel Emil in Holler? Ja, uns hat eben, Emil hat es gesagt, das Spielerische verbunden. Ja. Ich denke, wir sind beides Spielernaturen und auch das Komödiantische. Ich habe ja auch immer gern Figuren gespielt, also da dieses Restrisiko vorhin, das war eine Bühnenfigur, eine etwas Unheimliche. Ich habe immer das etwas Unheimliche gemocht, nicht? Der Theaterdonnerer. Oder der Theaterdonnerer. Ja. Ah ja, das war ein bisschen, ja, er hat dir etwas geglichen. Was ist das? Was ist das? Ich habe eine Figur gespielt, der den Donner macht im Theater. Mit dem Blech. Mit dem Donnerblech. Ja, das war ein bisschen eine Emileske. Aber könnten Sie uns ein Emileske Situation zeigen. Eben zum Beispiel, was jetzt Emil gesagt hat, ich komme auf die Bühne mit einem großen Blech und mit wattierten Schuhen oder wo Kunststoffbälle drauf sind und stelle dann und erzähle den Leuten, wie man den Donner macht. Und zeige das dann auch. Und wie zum Beispiel im Freischütz zwei Gewitter von entgegengesetzten Seiten kommen auf die Bühne zu. Und dann habe ich links ein kleineres Blech und rechts ein größeres Blech. Und die Figur, die ist dann am Schluss, sagte eben jetzt, es wird jetzt leider viel elektronisch gemacht. Also man nenne das den Digitaldonner und das sei natürlich nicht dasselbe. Und dann spürt man ein bisschen, man spürt das Ende dieses Donners nicht. Ja. Und dann wird er zu einer Figur, die verliert oder die zurücktritt. Und man sieht, er hat auf die Dauer keine Chance. Tragisch fast. Ja, tragisch. Und bei Emil würde ich sagen, gibt es solche Figuren auch. Der Emil spielt oft die Verlierer oder eben die Überforderten, sagen wir so, die durch die Realität Überforderten. Eine meiner Lieblingsnummern ist der Kiosk am Meiserweg, wo der Anruf der Sportautogesellschaft und sagt, sie müssen noch ein X nachtragen für einen Kunden. Und dann sage ich, ja, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie müssen das machen. Sie müssen das machen. Das ist ein guter Kunde von mir. Ja, das ist polizeilich verboten. Ja. Ja. Wir haben da eine andere Polizei. Ja. Und am Schluss, der Schlusssatz, das ist für mich ein absolut metaphysischer Satz. Dann sagt er, gut, wenn Sie das nicht machen, dann müssen Sie die Konsequenzen ziehen. Und ich werde in Zukunft jemand anderen berücksichtigen. Schicken Sie alle gut zurück. Das nächste Mal werde ich eine andere Gesellschaft berücksichtigen. Das ist ein großartiger Schluss, weil es ist auch eine ganz kleine Tragödie, finde ich, in der Komödie. Ja, nicht? Ja. Weil es ist chancenlos, nicht? Es ist derart chancenlos. Ja. Und er ist so tapfer und setzt sich so ein für den Kunden. Ja. Diese Absurdität, das Surreale, das hinter diesem schweizerischen Normalbetrieb permanent lauert und wo wir uns ja auch offensichtlich wiedererkennen, sonst hätten sie ja diese,
diese Erfolge gar nicht gehabt und leben können. Es gibt ein Beispiel bei Ihnen, Herr Hohler, das mich sehr fasziniert hat, nämlich Ihr Flug nach Milano. Das ist 1984, glaube ich. Ein Flugzeugentführer namens Herr Franz entführt ein Flugzeug nach Milano Richtung Genf, weil er das Gefühl hat, die Schweiz sei nicht mehr am Leben und dürfe jetzt nicht mehr, oder nicht mehr lebendig, dürfe nicht mehr die Schweiz heißen, sondern müsse das Schweiz heißen. Mhm. Und das ist natürlich dann nicht mehr der Kiosk am Meisenweg, sondern das ist dann wirklich Zündstoff auch, oder? Mhm. Die Frage nach der Identität, Terrorismus als Thema. Wie würde dieser Terrorist, Herr Franz, 2014, was würde er fordern? Ist eine hypothetische Frage, weil die Figur war von 1984 und das war die Thematik war von damals. Aber natürlich und ich würde das kaum mehr so machen wahrscheinlich. Ich bin ja auch 30 Jahre weiter inzwischen und 30 Jahre älter. Ich trete gar nicht mehr auf mit Bühnenprogrammen, nicht? Aber natürlich ist der Normalbetrieb von heute hat genauso viel Absurdes wie der Normalbetrieb von 1983. Mhm. Und er hat genauso viel auch lebensfeindliche Elemente, wie ich damals kritisiert habe. Es braucht gar nicht viel, bis man, um sich zu vergegenwärtigen, dass unter dem Normalbetrieb die Groteske lauert, nicht? Und was immer noch so ist, es wird jede Minute, jede Sekunde wird ein Quadratmeter Land überbaut bei uns. Es gehen jedes Jahr 1000 Bauernhöfe verloren. Wir haben mehr Autos als Kinder, in der Schweiz zum Beispiel. Auch die Mobilität hat ein Ausmaß angenommen, ein gigantisches Ausmaß, wenn man im Zug sitzt. Dann klappen alle ihre Laptops auf und arbeiten weiter wie die Wahnsinnigen. Wir sind ein fahrendes Volk geworden. Sie sind sicher, dass Sie arbeiten oder dass Sie ja, einen manchmal, Film gucken? Ich sehe auch, dass Sie gucken auch Filme. Ja. Vielleicht schauen Sie sich alte Emil-DVDs an. Wer weiß. Und für Sie, Herr Steinberger, diese Konstanz, die Sie jetzt ein bisschen beschrieben haben, also dass wir immer noch, wie soll ich sagen, im gleichen Spital krank sind wie in den 80er Jahren und sich der Normalbetrieb auch wie festhält, haben Sie das Gefühl, es gibt Dinge, die sich ausgeschaffen haben in den letzten 20, 30 Jahren, die nicht mehr schweizerische? Ja, es gibt viele alltägliche Sachen, die sich sehr geändert haben. Das fängt sogar bei der Religion an, was ich da, als Zehnjähriger, wenn ich mir am Morgen die Zähne geputzt habe und mir ist ein bisschen Zahnpasta die Kehle runtergerutscht, dann durfte ich schon nicht mehr in die Kirche gehen, um die Kommunion zu empfangen, denn man musste nüchtern sein. Ich meine, das war extrem, aber das war so. Und was ich da allein auf diesem geht, jeden Freitag, ist ja, da man kein Fleisch essen, das war ja knallhart durchgezogen worden. Jeden Sonntag musst du in den Gottesdienst gehen. Das ist jetzt nur auf dem Sektor Religion, was ich da schon alles gewaltig verändert habe. Ich finde das eigentlich wahnsinnig toll. Also uns Menschen gegenüber etwas menschlicher geworden, das Ganze. Aber dann gibt es auch, ich habe heute gedacht, als ich dann zuchtens die Zeitung gelesen habe, also irgendwie müssen wir den Menschen wieder mal dran nehmen. Das ist ja grausam, was da alles von Menschen einfach gemacht und falsch gemacht und gelogen und beschissen und betrogen und also gemordet. Und also es ist wahr, es ist unglaublich und wir reden gar nicht über den Menschen, wir reden nur über Politiker, die ihre Fehler machen. Aber was wir für Fehler machen im Alltag oder überhaupt, ich habe mal, weil ich das Buch geschrieben habe, wahre Lügengeschichte, habe ich mal einen Pfarrer gefragt, was machen Sie mit dem Thema Lügen? Predigen Sie auch mal übers Lügen und so? Das ist für uns überhaupt kein Thema.
Lügen bearbeiten wir nicht. Das ist verrückt. Das ist doch da fängt es doch schon an mit der Misere. Wenn man sich anlügt, bis natürlich zu oberst. Wie heute kann man ja das sehr gut feststellen, wer einander anlügt auf den höchsten politischen Gipfel schon. Und das kommt ja auch von unten. Mhm. Also, ja, ich würde ja eher dahin etwas mich orientieren, mehr auf den Menschen. Ich bin ja eigentlich immer mehr den Menschendarsteller gewesen. Ja, da warst du immer. Ja, ja. Das war ich eigentlich ja. immer. Aber es war auch immer ein bisschen, schon auch, konnte man sich selber auch entdecken darin. Ja. Mhm. Aber das heißt, es war natürlich eine kleinbürgerliche, auch spießige Schweiz, die Sie ein bisschen aufgestachelt haben, auch wenn man sich die Nummern Emil auf der Post, eine gemeinsame Arbeit anschauen, dann hat man schon das Gefühl, man lacht zwar noch, aber irgendwie ist das schon sehr weit weg. Es war so schön. Ja, darf man schon mal sagen, so eine Arbeit zusammen, das war schon auch ein Vergnügen. Hä? War es? Ja, ja. 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 Also ich denke, wir kommen beide also aus einer Welt, die eng war. Die Schweiz, die wir, Emil vielleicht fast noch mehr als ich, weil er ein bisschen älter ist, aber ich auch noch, eine Schweiz, die eng war. Auch eine Schweiz, in der es zum Beispiel Verdingkinder gab, in der es diese Aktion Kinder der Landstraße gab, die davon ausging, dass Fahrende kein normales Leben führen und dass man die Kinder den Fahrenden wegnehmen muss und in feste Pflegefamilien mit festem Wohnsitz verpflanzen müssen, damit sie anständige Menschen werden und damit furchtbare Biografien produziert hat. Es gab, muss man auch wieder mal sich vergegenwärtigen, es gab kein Frauenstimmrecht. Als ich zum ersten Mal abstimmen ging, waren da nur Männer. Und das ist heute... Wenn man das heute jungen Menschen erzählt oder jungen Frauen, die können sich das fast nicht vorstellen. Die Deutschen haben Freude, wenn man das sagt, wir haben erst das Frauenstimmrecht, dann lachen die, dass wir so hinterherhinken mit gerne. Unserem... Aber sie mussten ja auch nicht abstimmen darüber. Ja, sie dürfen das nicht. Ja, da sind wir vielleicht bei einem Thema, das eine der Konstanten bildet unser Verhältnis zu den Ausländern und unser Verhältnis zu den Deutschen. Und seit dem 9. Februar wissen wir einmal mehr, dass es nicht ein einfaches Verhältnis ist. Ich finde, da gibt es fast wieder einen Umbruch rückwärts. Ich meine, es ging uns ja wirklich jetzt allen gut, die letzten 20 Jahre, hervorragend sogar. Ja, sag ich mal, grosso modo. Mhm. Und jetzt beginnt eine total neue Phase. Jetzt drehen wir das Rad wieder zurück und wollen sehen, wo das durchgeht. Ich habe keine Ahnung, wo das durchgehen wird. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kapieren wir einfach nicht, dass wir nie mehr sagen können, wir Schweizer, wir sind einfach unter uns. Das gibt's doch gar nicht mehr. Dass wir einfach international sind. Wir haben alles bei uns im Land, von allen Kontinenten der Welt gibt es Leute bei uns, die leben und die bringen auch Ideen und alles. Diese Mischung ist noch gar nie akzeptiert worden und die kann man ja gar nicht. Also das würde man sich etwas total Falsches vorstellen. Dieses Rad zurückdrehen, das ist überhaupt nicht mehr möglich. Dürfen wir es trotzdem kurz versuchen, nämlich mit einem kleinen Filmeinspieler von den Schweizer machen. 1978, einer der größten, oder wenn nicht der größte Kinoerfolg der Schweizer Filmgeschichte, eine Komödie, 1978, von Rolf Lissi. Nennen Sie mir ein paar Eigenschaften, die wir bei einem Ausländer voraussetzen müssen, damit der Bürger von unserem Land werden kann. Wie muss er sein? Neutral. Fleissig. Ja. Solid. Zum Beispiel. Bescheiden, charakterfest. Gut, das geht gerade das CH. Senkrecht. Zuverlässig. Richtig. Wacker. Einfach. Jawohl. Integer. Gut. Ehrlich. Ehrlich und zuverlässig. Was können Sie mir sonst noch nennen? Reich. Ja.
Wir legen zwar grossen Wert auf ein regelmässiges Einkommen, aber ich glaube, reich wäre doch ein bisschen einseitig. Willig? Willig? Er kann und soll willig sein. Aber es gibt noch zwei wichtigere Begriffe. Wehrhaft und realistisch. Sie sehen, diese Eigenschaften muss der Ausländer zuerst mal unter Beweis stellen, bevor er von sich behaupten darf, ich bin Schweizer. Das mir also selbst müssten wir das auch unter Beweis stellen, wenn das alles was beherrscht, was jetzt auf der Wandtafel steht. Sie lachen jetzt, oder Sie schmunzeln zumindest. Wie haben Sie das Gefühl, hat sich die Schweiz weiter bewegt seit 1978? Wenn Sie diesen Ausschnitt sich anschauen. Gut, ich musste nie eingebürgert werden. Deshalb kann ich nicht sagen, wie es heute ist, wenn man wirklich eingebürgert werden will. Weil ich höre dann von Leuten, die sich einbürgern lassen wollen, dass sie doch überraschend Besuch bekommen von der Behörde, damit sie beurteilen können, ob man ein würdiges Mitglied unserer Gesellschaft werden könnte, unserer schweizerischen Gesellschaft. Und ich hoffe natürlich schon, dass sich das ein bisschen geändert hat. Aber Franz, nichts. Nein, ich hab einmal den Fragebogen bekommen, das ist so eine Mappe voll, wo die Ausländer in einer Zürcher Gemeinde beantworten müssen. Das ist ja unglaublich, was die wissen müssen. Das weiß ja kein Durchschnittsschweizer kann diese Fragen beantworten. Und das wird von denen verlangt. Und das finde ich allein schon das absolut unmenschlich. Und wir wissen ja alle, die in der Schule, alles, was wir auswendig lernen mussten, vergisst man ja wieder. Und das sind ja auch alles so Begriffe. Was ist Proporz? Muss der reinschreiben, was ist Proporz? Das weiß er vielleicht in dem Moment noch, aber nachher... Nein, ich meine jetzt das Verfahren, wenn es das Verfahren, wenn es in Gang kommt, das ist eine Sache. Aber dass das Verfahren überhaupt in Gang kommen kann, wir hatten ja eine Einbürgerungsinitiative vor ein paar Jahren, erleichterte Einbürgerung, und die wurde abgelehnt auch. Was man sehr oft hört, ist, dass Leute türkischer Herkunft abgelehnt werden bei der Einbürgerung. Hingegen, wenn sich ein Deutscher oder ein Österreicher einbürgern lassen will, wird viel eher angenommen. Dass Leute, die aus dem Balkan sind und 30 Jahre hier wohnen, dass die nicht aufgenommen werden, ohne dass irgendetwas gegen sie vorliegt. Und ich meine, dort sehe ich dann wieder die Enge, die alte Enge der Schweiz. Stell dir mal vor, ich habe eine Frau geheiratet, die kommt aus Köln. Wir leben in Montreux. Meine Frau musste sich jedes Jahr bei der Einwohnerkontrolle melden und die haben immer entschieden, darf sie bleiben oder nicht. Obwohl sie mit mir verheiratet ist. Also die wären imstande gewesen, meine Frau zu sagen, gehen Sie wieder zurück nach Deutschland. Und unsere Ehe getrennt. Also ich meine, solche Vorstellungen, die du miterlebst, denkst du, spinnen wir eigentlich? Und trotzdem, Sie haben es vorher erwähnt, also als wir kurz bei Ihrem Flugzeugterroristen waren, also die Überbauung, der dichte Stress, Sie haben den Begriff nicht genommen, aber es gibt etwas, wo wir Schweizer an unserer Schweiz auch leiden, und das fokussiert sich dann halt in diesen Abstimmungen auch auf diese Bevölkerungszuwachsraten, die enorm sind, die uns offensichtlich stressen. Und wie könnte man diesem Stress Abhilfe geben? Kann man mit Humor? Schwierig. Also ich meine, ich denke ja oft, wenn ich in Deutschland bin, sagt man, diskutiert man auch über Demokratie und so. Und dann sage ich natürlich, ja, ihr könnt ja nicht abstimmen. Dann sagen wir sind gottenfroh, dass wir nicht abstimmen dürfen. Wir wissen doch all diese Materien nicht. Wir können uns da, sage ich halt, ja, in der Schweiz, wir müssen Zeitung lesen. Wir haben am Fernsehen gute Sendungen, Diskussionssendungen. Wir hören Politiker an, wir uns weiter. Wir schulen uns zu diesen Themen, wo wir an die Urne gehen müssen. Und das sagen sie, ach nein, da sind wir Deutsche viel zu dumm dazu. Boing! Ein grausames Urteil, finde ich. Ganz verrückt, wenn man zum Voraus das sagt.
Wobei, wenn ich jetzt denke, dass wir bald über Flugzeugbeschaffung abstimmen müssen, finde ich das schon verrückt. Ich meine, da ist doch eine Militärtaktik dahinter oder eine Luftüberwachungstaktik dahinter oder ich weiß nicht, was für Taktiken, die ja eigentlich geheim gehalten werden müssen. Und da sollen wir kleinen Bürger sagen, was richtig ist, ob wir diese Flugzeuge wollen oder nicht. Das ist schon ein bisschen paradox. Es geht dann nur noch ums Geld wahrscheinlich, aber nicht um die Strategie. Oder natürlich, über das Militär dürfen wir auch abstimmen, wollen wir es oder nicht. Klar, das kommt auch wieder. Ja. Das finde ich auch sensationell auf der Welt. Welches Land, wo kann ein Volk abstimmen gehen, ob sie das Militär wollen oder nicht? Ich finde das sensationell. Ja, ich wundere mich immer wieder über die Demokratie, eben auch über das Vertrauen in die Leute. Das ist verrückt. Auch wenn ich gewisse Vorlagen dann anschaue, ein neues Jagdgesetz im Kanton Zürich, und das sind 24 Seiten zum Beispiel. Aha, der Biber, ja. Aber die machen doch auch Schäden. Die Biber, soll man jetzt den gezielt abschießen und so weiter. Also alle diese. Und natürlich kann man sich da eine Meinung bilden. Und ich finde auch, ich finde es im Prinzip ein großes Vertrauen in den Menschen, das dahinter steckt. Und dass der Mensch eben nicht, dass wir nicht zu dumm sind, um uns ein Urteil zu bilden, obwohl es in sehr vielen Dingen um Sachgebiete geht, mit denen wir überhaupt nicht vertraut sind. Ich habe mal in einer deutschen Zeitung zum 1. August einen Artikel geschrieben. Darin habe ich mal aufgezählt, was wir in der Schweiz über Samstag, Sonntag alles abgestimmt haben. Weißt du, in der Schweiz, in den Gemeinden, in den Kantonen, das war so eine verrückte Liste. Wenn du das als Deutscher liest, denkst du, diese Spinnen, ja. Über all das musst du an die Urne gehen und Rechenschaft ablegen und dein Wissen bekunden, dass du das weißt und weißt, soll ich ja oder nein oder die Million bestimmen oder weiß Gott was. Ist schon ein ganz einmaliges System, natürlich. Und dann kommen natürlich zum Beispiel die kulturellen Abstimmungen, wo immer die Kulturwelt zittert, ob... Ich weiß noch, wie in Basel darüber abgestimmt wurde, ob man Picasso-Bilder kaufen wolle. Das ist aber lange her. Ist lange her, aber wir sind Veteranen, Herr Steiner, wir wissen das alles noch nicht. Und das wurde angenommen damals. Ja. Und Picasso war begeistert und hat der Stadt Basel sogar noch Bilder geschenkt. Aber auch die Kulturinitiative zum Beispiel, die war chancenlos. Ja, oder? Eben wenn irgendwo wieder eine Abstimmung bevorsteht über das Open House oder Subventionen oder wenn man die Diskussionen verfolgt über den Hafenkran da in Zürich, sieht man einfach, dann hat man, oder auch über die Buchpreisbindung als Beispiel von, das noch nicht so lange her ist, dann hat man als Kulturschaffende auch nicht ein spezielles Vertrauen in das Volk, aus der Erfahrung heraus, dass Kultur eigentlich fast immer eine Sache der Minderheit ist und dass sich nie eine Mehrheit für Kultur interessiert hat. Aber Sie beide haben das ja exemplarisch geschafft, eine Kultur zu machen für Mehrheiten, für viele, nicht subventioniert. Als KMUs, wie Sie das mal gesagt haben. Keine Sponsoren? Hast du auch keine Sponsoren? Nein, nur manchmal, wenn man... Es gab die Zeit, als plötzlich das Sponsoring, das Private aufkam. Und dann hast du eine Eintrittskarte für eine Vorstellung von dir umgedreht und darauf waren die drei Schlüssel der Bankgesellschaft. Aha. Und das war ein... Ich weiß noch mal, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war ein Kulturschock für mich. Aha, was? Ich werde... Oder die Institution, in der ich auf der Welt wohne. Aber heute? Ja, heute ist es ist allgemein üblich. Ja. Und es ist eine Ergänzung der öffentlichen Hand und es ist auch nicht im Prinzip schlecht. Du musst dir nur jedes Mal überlegen, ob das eine Institution ist, die dir gefällt oder die du unterstützen würdest. Ja. Jetzt zum Beispiel eine Institution, die Sie unterstützen könnten, wäre aktuell vielleicht Präsenz Schweiz, die Imageagentur der Schweiz, also weil wir ein bisschen Nachholbedarf haben auf diesem Gebiet. Habe ich mal gemacht in
1990 habe ich eine große Werbetour in Deutschland gemacht für die Schweiz. Die hieß Schweiz Plus. Und da habe ich gedacht, da will ich jetzt nicht mit Kühen und Kuhglocken kommen und nur immer mit Schokolade, sondern wenn die Leute da in den Grand Hotel reingekommen sind, dann wurden sie begrüßt von einem Bankier, der zaubern konnte. Der hat den Deutschen, wenn die einen Euroschein reingeschoben haben oder einen D-Mark damals, hat er ein Maschinchen gedreht und dann sind dann Schweizer Franken rausgekommen. Oder da war eine Frau etwas attraktiv angezogen mit einem Bauchladen. Da konnten die Leute hingehen und in der Schweiz mussten sie 5 Seen am richtigen Ort einsetzen und so. Oder da war ein Maler, das Thema Kunst und hat ein Modell gemalt und einfach ganz einmal von einer ganz anderen Seite und das war, wow, ging sehr gut. Sag ich jetzt gemerkt an den, hat man es gemerkt an den Hotelübernachtungen? Wie das sowieso ist bei der Werbung, man merkt es ja sofort, wenn es einschlägt oder nicht. Gell? Herr Hohler, Sie? Ja gut, ich denke, sobald man als Künstler im Ausland auftritt, ist man immer auch ein Botschafter. Oder man wird immer auch als zum Beispiel als Schweizer wahrgenommen. Das merke ich auch jetzt. Ich hatte verschiedene Lesungen nach der Abstimmung. Ich habe auch einen Text gemacht darüber, einen satirischen, den ich vortrage. Da wird fast jedes Mal darauf angesprochen. Das heißt, ich bin ein ansprechbarer Vertreter dieses Landes, wenn ich im Ausland bin. Aber ich denke, ich würde die Verbindung am ehesten über die Kultur suchen. Es war kürzlich eine Gruppe von deutschen Medienleuten in die Schweiz eingeladen worden im Vorfeld der Buchmesse Leipzig, wo die Schweiz als offizielles Gastland auftritt. Wollte man denen die Schweiz etwas zeigen oder dass sie wissen, wer da kommt. Und ich wurde gefragt, ob ich mit diesen Medienleuten einen literarischen Spaziergang durch Zürich machen würde. Und das habe ich gemacht und bin mit denen, habe ich eine kleine Runde gemacht in der Innenstadt von der Wohnung von Hugo Lötscher über das Cabaret Voltaire bis zu der Büchner-Wohnung und Lenin daneben und dann Gottfried Keller und zum Max Frischbrunnen am Rosenhofplatz. Das denke ich, das wären meine Möglichkeiten, die Schweiz als Teil einer kulturellen Landschaft auch darzustellen oder als Teil der Welt, wie du gesagt hast, nicht? Wir sind nur ein Bestandteil. Wir gehören dazu, nicht? Und wir haben eine sehr reiche kulturelle Landschaft, finde ich. Also ich bin immer verblüfft, wenn man in Deutschland ist, was Deutsche mir erzählen, wo sie in den Urlaub gehen. Also die entdecken ja die hintersten Ortschaften irgendwo und schwärmen davon und sagen, ich war in Gruyère zum Beispiel. Sie können oft den Namen nicht genau, das ist ja verzeihlich. Aber die entdecken so unglaublich die Schweiz. Es ist, da denke ich schon, also die sind teilweise schon fast verliebt in die Schweiz. Die finden das Land schon schön. Ob es teuer ist, ist ein anderes Thema. Da können wir ja noch viel verbessern oder eben nicht. Ich weiß, es gab einmal eine Diskussion am Radio. Man sagt immer, die Österreicher sind so freundlicher, gastfreundlicher. Und da war der Schweizer Tourismusdirektor dabei. Und der hat gesagt, ja, das sind wir einfach nicht. Wir können das nicht. Die Österreicher sind von Natur aus einfach freundlicher und so. Das können wir gar nicht lernen. Boah, also das war vor x Jahren, nicht jetzt. Habe ich gedacht, Mensch, das darfst du ja gar nicht sagen, das kann man nicht lernen, das muss man halt lernen. Hä? Ja. Sollte man. Ich würde. Obwohl ja auch eben, wir haben ja auch gar kein, kaum einheimisches Personal im Tourismus, ja. Nicht? Die kommen von überall her. Aber, die können ja nicht freundlich sein, weil sie die Sprache ja gar nicht beherrschen. Nein, die sind auf eine ganz andere Art freundlich. Ja, also ich kenne sehr viele freundliche ausländische Leute im Tourismus. Aber das ist natürlich ein weiteres Phänomen, dass wir auch eben zu der Schweiz von heute, wir neben
unserem Haus ist ein Bauplatz, da wird ein Mehrfamilienhaus gebaut. Das, was sich die Arbeiter zurufen, verstehe ich, ich verstehe nichts. Es ist alles in fremden Sprachen. Wir, unsere Häuser werden von fremden Menschen gebaut. Unsere Tunnels, der Durchmessertunnel da oben in Oerlikon, die NEAT, das sind alles Ausländer, die das bauen. Und irgendwie wollen wir das nicht wahrhaben. Oder kehren nachher auch jetzt mit einer solchen Abstimmung wieder zurück zu diesem Saisonierstatut, dass man sagt, ja, arbeiten könnte schon, Familiennachzug gibt es nicht. Dinge, die wir eigentlich glaubten, überwunden zu haben. Was du sagtest, es wird das Rad wieder, wieder zurückgedreht. Und diese, das, diese Abhängigkeit und diese Durchdringung überhaupt von mit Leuten, die nicht hier aufgewachsen sind, die nicht von hier kommen, die ist da und ist eine Realität und die, die, wird, die, die können wir nicht einfach abschaffen. Also ich möchte vielleicht in einer Schlusskurve vielleicht das Thema ein bisschen nochmals auf Sie fokussieren, auch wie Sie jetzt das beschrieben haben, also eine Welt, die sich verändert. Die Schweiz, die sich verändert, die bleibt, Mentalitäten, die sich festkrallen, aber trotzdem, die Welt wird sich weiterentwickeln, auch wenn Sie einmal nicht mehr Ihren scharfen Blick oder Ihren humorvollen Blick auf dieses Land werfen. Ist das für Sie ein Problem? Dass wir nicht mehr dabei sind? Oder nicht mehr schon? Also, das ist eine Frage vielleicht auch nach dem Alter. Also im Alter, dass sich Dinge auch vielleicht ablösen von Ihnen. Also ich meine, ich hatte ja auch nie irgendwie einen missionarischen Inhalt oder Charakter, dass ich die Leute missionieren wollte. Also wenn jetzt das nicht mehr passiert, wenn man zurücktritt und so, dann müssen wir die Leute einfach ihrem Schicksal überlassen. Was sie jetzt selber anpacken und wie sie es lösen und so. Aber ich studiere eigentlich gar nicht an solchen Sachen herum. Vielleicht ein bisschen konkret. Also schon ein bisschen die Frage nach dem Loslassen. Bei Ihnen finde ich das sehr schön, immer in diesem Motiv des Spazierengehens oder Go-Laufen, wie Sie das sagen. Und auch, dass dann vielleicht eben nichts passiert im Kopf. Also nicht mit dem Diktiergerät oder mit dem Notiz. Einfach ziehen zu lassen. Und dass das vielleicht auch eine Form der Alters... Weisheit oder der Altersfantasien. Ja, da war ich immer neidisch auf ihn, wie er das macht. Ja, sicher. Auch jetzt wieder, wenn ich jetzt denke, loslassen. Es wird immer verrückter. Es wird immer, was alles jetzt auf mich zukommt in den nächsten 12 oder 20 Monaten. Das ist verrückt. Also von loslassen. Ich will es vielleicht gar nicht loslassen. Bewusst loslassen. Es ist zu interessant, viel zu interessant. Du machst das gut. Ja. Die Schweiz kann das auch ohne uns nicht. Die Schweiz vielleicht schon, aber ich habe gehört, Afrika nicht. Sie sind zusammen engagiert in einem Hilfswerk für Afrika, Velos für Afrika. Ah, richtig. Ah, ja. Etwas, was Sie politisch weiterhin auch klar. Dynamisch halten wird. Aber wenn deine 20 Monate um sind, die nächsten, gehen wir nach Afrika. Mal. Dann fahren wir alle mit Elektrovelos da unten rum, wie in China. Das finde ich verrückt. In China haben alle Elektrovelo. Das ist ein Motorvelo mit Benzinmotor überhaupt nicht mehr erlaubt. Finde ich ganz ruhig, der Verkehr. Und da kommen 30, 40 auf einem Velo zu fahren, alle elektrisch. Darf ich Sie ganz zum Schluss ganz kurz eine Frage fragen, die Ihr Sohn im Film von Wies Ihnen gestellt hat, nämlich die Frage nach dem nicht gelebten Leben. Ganz kurz, was hätten Sie gemacht, wenn Sie nochmals wechseln können? Ganz kurz. Überhaupt gar nichts anderes, überhaupt nicht. Das war so ein interessanter und spannender Weg und humorvoll und es hat mir gut getan und bin gesund dabei geblieben. Ich würde gar nichts anderes machen. Auch wäre ich bei der Post geblieben, auch das war gut. Auch das hat mir gut getan. Herr Hohl. Rückblickend bekommt das, was man gemacht hat, die stärkere Logik als das, was man nicht gemacht hat. Also sagt man sich gerne, ist in Ordnung so, wie es gelaufen ist. Und das sage ich eigentlich auch in Bezug auf mich. Es gab viele Abzweigungen, die ich hätte nehmen können, und die sicher auch interessant gewesen wären und die,
die einen anderen Lebenslauf ergeben haben. Aber die kann ich mir ja ausdenken. Darüber kann ich vielleicht meinen nächsten Roman schreiben. Herr Hohler, Herr Steinberger, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch. Ja. Danke für die Einladung. Ja. Empfehlen Sie dieses Gespräch ruhig weiter. Sie finden es, wie alle unsere Gespräche, auf unserer Website. Nächsten Sonntag spricht Katja Gentinetta mit dem französischen Philosophen André Comte-Sponville über die Grenzen der Moral, die Macht des Marktes und die Unverzichtbarkeit der Spiritualität. Hier und jetzt aber geht's weiter mit Kunst, ganz spezieller Kunst. 40 Jahre lang hat er im Polizeidienst fotografiert. Wie aus dem einfachen Stanser Dorfpolizisten Arnold Odermatt ein Star der Fotokunst wurde. Ein Film.